Ja, meine Damen, schön, dass Sie gekommen sind. Bei denen die Frau, also wo gekämpft wird und bei denen die Frau dann das auch immer der Sieger ist. Ne? Deswegen suchen wir auch große Frauen, starke Frauen, aggressive Frauen. Und bei diesen Kämpfen dann müssen die Frauen dann gegen die Männer kämpfen. Das heißt, es sind gemischte Kämpfe, wo also Frauen gegen Männer kämpfen und die Frauen dann, wie eben gesagt, den Kampf wird immer gewinnen. Und deswegen haben wir auch Sie eingeladen, weil Sie beide sehr groß sind. Würden Sie bitte mal aufstehen? Oi. Ja, das ist schon ganz schön groß. Da kommt man sich ja richtig klein vor bei Ihnen. Da glaubt man ja schon gleich, dass man jeden Kampf verlieren würde. Wenn du dich ordentlich benimmst, mein Kleines, dann wird dir auch nichts passieren. Hm? Naja. Ja, das, wie groß sind Sie eigentlich? Wie groß sind Sie? Ich bin 1,91. Und sind Sie? 1,95. Jetzt ohne Schuhe, aber. Ohne Schuhe, ja, Schuhe, ja. Das ist ja gewaltig. Und haben Sie denn schon mal so gegen Männer gekämpft? Ja, pausenlos. Pausenlos? Man muss da jeden Tag mit den Männern kämpfen. Ja, ja, ich meinte dann auch so richtig jetzt so auf der Ringmatte. Ja, mhm. Ja, wissen Sie, wenn ich mit Typen erstmal eine runtergegangen habe, sieht das sowieso keiner an mehr. Ne? Naja, ja. Ja, meine Freundin Marin, die trägt auch eine eindeutige Handschrift, wenn sie jemand eine runterhaut. Mhm. Aber deine ist ja auch nicht schlecht, ne? Weißt du noch, da mit dem Typen im Schwimmbad, den du so einen auf den Rücken geklatscht hast, dass man die ganze Hand von dir auf dem Rücken gesehen hat? Oh Gott, der hat sich ja die nächsten 2 Stunden gar nicht mehr aus dem Pool rausgetraut. Mit wissen, was der seiner Freundin wohl erzählt hat, mit meinem Abdruck auf seinem Schenkel, auf dem Schenkel und auf dem Rücken hatte er den. Na gut, schön, meine Damen, wir wollen jetzt weiterkommen, wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Würden Sie sich bitte umziehen? Badeanzug anziehen oder dergleichen? Natürlich. Ja. Hallo Jens, grüß dich. Hallo, Peter. Grüß dich. Du, für unser Casting, aber echt gute Frauen jetzt. 2 Stück, richtig groß. Oh, also richtig, ja. Die platziert ja. Ja. Ich glaube, da können wir was draus werden. Dann können wir das gut machen. Schön. Ja, gut, da kommen Sie. Hallo. Das ist die Astrid, das ist die Marin. Hallo, Astrid. Grüß dich. Jens. Marin, Marin. So, ja, ich denke, wir fangen mal an, dass ich euch so ein bisschen zeige, was da gemacht wird. Wie diese Kämpfe so in etwa aussehen, ne? Dass wir so ein paar Einzeltechniken mal machen, so, nur so Einzelsachen, ne? Dass das mal so sieht. Ich will mit Jens mal ein Beispiel zeigen. Ihr könnt euch, ja, könnt stehen bleiben, hinsetzen, jawohl. Jens, nimmst du mal vor. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Frau wäre, ne? und Jens der Mann, ne? Also, ne? Ja. Dann wird das jetzt so laufen, er würde zum Beispiel so mich angreifen. Mhm. Ich mache mal die Hände auf die Schulter. So, und dann wird es einen Kniestoß geben, ne? Aha. So, und dann einen Schlag auf die Ohren. Mhm. Und dann fällt da hin. So wird das jetzt. Solche Techniken zum Beispiel. Wir können das ja mal probieren zum Beispiel. Mhm. Na? Gut, dann probiere ich das mal, ja? Mhm. Warte, ich ziehe mal die Schuhe aus. Ja. Bei wem soll ich das mal ausprobieren? Ja, bei wem willst du es ausprobieren? Ja. Dann mach ich mal besser, dann mach du dann Jens. Kannst du mich besser berichtigen? So, ich würde dich jetzt zum Beispiel so angreifen. Ja. So. Und ich mach so. Genau. Und genau, so? Ja, das ist schon nicht schlecht, richtig. Genau so geht das. So. Und zum Beispiel auch hinschmeißen, ne? So hinlegen. Das könnt ihr zum Beispiel gleich üben, ich zeige das mal ganz kurz. Ne? Wenn er dich jetzt so angreift, greife ich mal an. Ne? Dann zum Beispiel einfach so nach vorne. Ah. Ne? Und dann kriegst du dich zum Beispiel oh, so drauf. Ja. Ne? Das macht bestimmt Spaß. Könnt ihr mal probieren. Mach das mal. Ja, also greif mich doch mal an. Ne? Ja, und das Knie drauf. Genau. Und dann hast du praktisch fest, fest, ne? Ja, das sieht. Das ist schon nicht schlecht. Und dann kann man sowas weitermachen, wir können auch noch was probieren. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel dich angreife, ne? Mhm. Noch ein Stückchen nach vorne. Mhm. Ja, noch ein Stück. Mhm. Ja, gut, ja. Ja, jetzt, ich darf dich jetzt so anpacken, ja. Dann schmeißt du mich so nach vorne, wenn ich nach vorne falle. Ne? Ja. Und dann kannst du zum Beispiel mal Kopf zwischen die Knie nehmen. Ah. Ne? Ne? So. Ich muss dich fest, ja, halt ich mich fest ab und jetzt ziehen, Bein nach vorne. Richtig. Ja, genau. Genau, so geht das. Ne? Mach du das auch mal, weil ich weiß nicht, ob du das auch schon kannst. Schön zwischen die Beine. Ja, das ist zum Beispiel yeah. Nicht schlecht, ne? Mhm. Da kannst du dann auch gleich die Füße zum Beispiel auf den Rücken dann drauflegen. Ne? So draufgehen. Ja. Geht auf. Ja, vielleicht nicht ganz so doll, ne? Wir machen ja Filme, es muss also, wenn nicht einer jetzt tot liegen bleiben, aber es muss schon ein bisschen auch, ein bisschen aussehen, ne?
Das ist zum Beispiel bei den Ohrfeigen genauso, ne? Wenn es eine Ohrfeige verteilt, dann das heißt ja Ohrfeige, ne? Also wenn ich so aufs Ohr haue, ne? Das ist nicht so gut, ne? Das ist ja nicht nötig, ne? Die Ohrfeige, die sollte eigentlich immer mit der Hand, mit den Fingern leicht offen sein und dann auf der Wange treffen oder etwas drunter. Also. Ja, genau. Oder vorne von Seite, so. So, da. Ja. Lass mich auch mal üben. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja, genau. Alles wäre noch macht Spaß. Bei mir klatscht das nicht so gut bei dir, ne? Ja, da musst du fest zuhören. Ja, ruhig aber auf den, also nicht so direkt auf dem Hals, sondern ein bisschen nein, etwas drüber. Etwas drüber. Ja, genau. So. Ja, genau. Ja, so. Gut. Genau. Dann lass mich auch. Richtig. Halt nie auf die Ohren, ne? Nein. Weil sonst platzt das Trommelfell unter Umständen. Ja, das ist ja klar. Bleiben, das war halt. Das wäre nicht so gut. Ja, vielleicht machen wir noch ein paar Techniken. Habt ihr vielleicht auch eine Idee? Schwitzkasten vielleicht noch irgendwas in der. Ja, zum Beispiel. Ja, Schwitzkasten ist nicht schlecht. Ich kenne auch irgendwas. Wenn ich sehe, dann kommt mir komisch, dann kann ich den so nehmen. Oi. Und dann so. Super. Zur Seite legen. Einfach abtransportiert. So. Das ist nicht schlecht. Das ist auch mit mir? Wow, viele Jahre. Glaube ich nicht. Ha? Schaffst du das? Nee, ich glaube, du bist mir zu schwer. Wie war das denn so? Wow. Ups. Ey. Ey. Gut schlecht. Ja, mal ausprobieren. Ja. Und dann gewählt. Ja, genau, das Schwitzkasten können wir auch mal probieren. Wollt das mal probieren? Wie geht das? Zeig mal bei ihm. Ja, Schwitzkasten. Fängt das jetzt oben an, ne? Zum Beispiel so. Oder auch ganz runter. Ne? So runter. Das ist zum Beispiel so eine Schwitzkasten. Dann kannst du dich noch irgendwie, zum Beispiel auch von hinten noch drücken. Ne? So, drücken. Oder wenn er so liegt, so. Ne? Das ist so eine Hand so durch. Immer aufpassen, auch wenn ihr die Hände drauf habt, dass es nicht zu stark rein wird. Ne? Festhalten, ne? Ja. Aber nicht erwürgen. Ja, komm mal her. Ja. Probier das. Das ist wirklich auch was immer. Ja. So. Ja, das ist ein Schritt, genau. Oder so? Ja, genau. Richtig. So. Ja, genau. Jetzt habe ich dich. Ja, das ist natürlich gut, ja. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr so schnell hoch. Nee, jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwierig, ja. Yeah. Gut, das kann man ja, auch. Ja, nicht schlecht, ja. Weißt du noch mehr? Ja, eben so, also ganz normal Schwitzkasten einfach nur so im Stehen. Das ist schon so, ja genau. Richtig, ja. So. Richtig. So. Und ja, gut. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Und dann würgen wir auch gesagt. Würgen? Mach das mal bei ihm vor. Ja, würgen wird meistens ist dann meistens im Brunnenkampf interessant, ne? Ja. Also oben im Stehen, das ist vielleicht nicht so doll. Beim Brunnenkampf vielleicht hier hin. Ja, auf dem Rücken ruhig. Dann sage ich zum Beispiel vorhin mit dem Knie, dass er mit dem Knie oben drauf sitzt, hat man ja vorhin gezeigt, zum Beispiel irgendeine Situation. Ne? Ja, und dann wirkt ihr einfach mit einer Hand, mit zwei Händen, ne? Oder einfach nur die Hand aufs Gesicht legen, in die Luft nehmen. Ne? Ja. Hm, genau. So? Ja, das ist nicht schlecht. Und schön mit dem Knie da rauf? Ja, genau. Gut. Da könnt ihr euch, ich weiß nicht, wie schwer bist du? 70. Ja, das kannst du zurück den Körper ein bisschen draufdrücken. So zerbrechlich sind Männer nicht. Und wie gehen die Schenkelklemmen? Ja, Schenkelklemmen, die kannst du eigentlich, hatten wir vorhin schon kurz angedeutet, als ich unten im Knien war, das war eine Schenkelklemme mit dem Knie, so ein bisschen am Kopf. Ach so, ja. Kannst du aber auch am Körper machen, ist meistens auch wieder ein Bodenkampf, ne? Dass man immer irgendwie liegt, ne? Soll ich das mit ihm mal vormachen? Ja. Ja, gehen wir es auf alle Viere. Genau. Zum Beispiel so. Oh ja, das dann, ne? Einer kommen, die zerquetscht ihn mit meinem. Du kannst immer so ein bisschen drücken, ne? Gib ab von meiner Beinschere, ne? Ja. Ja, und da kannst du zum Beispiel die Mitte, die Beine, den Brustkorb, den Kopf, die Schenkelklemme nehmen, dabei noch einen Arm festhalten zum Beispiel, noch ein bisschen drehen. Also, wie es die Situation ergibt, ne? Mhm. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja. Ich nehme mal dich. Ups. Ja, genau. Mhm. Beine hoch. Oder das eine Bein ganz zurück. Was ist immer ganz lang? Das ist so richtig. Ja, das ist schon nicht schlecht, genau. So. Mit den Schopf noch zu fassen. Ja, da muss ich ja auch die Hand. Ja, genau. Oder den Arm, ja. Oder den Arm so dicht ziehen. Der liegt so. Genau, das ist auch nicht schlecht. Und dann einfach mal drücken. Bravo. Oh. Genau. Ja, und das müsste dann in den verschiedenen Situationen bringen, ne? Also wir haben das jetzt so ein bisschen praktisch aus dem Stand heraus gemacht. Das geht dann nachher fließen, ne? Aha. Wir können mal so einen fließenden Bewegungsablauf mal machen. Ja. Mit dem nach vorne werfen, also ich greife an, du wirst mich nach vorne, gehst vor,
wirfst mich hin und packst mich in die Schenkelklemme. Ja. Ne? Wollen wir es mal versuchen? So ganz fließend. Du musst ja sogar davor, weil ich mir vorne verrückt bin. Ja. So, jetzt gehe ich vor. Jetzt schmeißt du mich nach vorne. Genau, zack. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, genau. Richtig. Ja, genau. So ungefähr. So ungefähr, richtig. Ja, da sollten wir vielleicht so ein bisschen ganz langsam üben. Vielleicht versuchen. Mhm. Fangt ihr beide an? Mhm. Der hat keine Chance gegen dich. Nee. Genau, ne? Du musst beide Beine so vormachen. Also, da werden die noch verknoten. Gar nichts mehr. Nicht der. Das macht mir aber Spaß, euer Carsten. Ja. Kann man sich mal richtig auslassen. Ja, hast du was anprobiert? Ja, was war das jetzt? Ja, versuch mal einfach wieder aus der fließenden Bewegung einen Schenkelgriff zu machen. Zum Beispiel so einen Kopfgriff, ne? Ja, genau, so. Ja, wenn du die Beine richtig geschickt einsetzt, dann hat man dann schon Schwierigkeiten. Die Beine zu bekommen und dazu. Ja, genau. Ja, gut. Das war schon echt gut, eben so die Kampfbewegung. Wichtig ist natürlich bei unserem Film auch, weil es große Frauen sind, auch die Hände. Ne? Ihr habt ja schön große Hände, gleich mal. Ja, die können auch richtig schön. Ja, die sind schon ganz schön groß. Klatschen. Ja. Und einfach Unterschriften hinterlassen. Ja, und genau, diese Klatscher, die muss man sehen. Ne? Mm. Das heißt, da müsst ihr dann eben genauso richtig zuhauen. Das heißt, ihr müsst schon doll zuhauen, also nicht zu leicht. Das ist gut, ne? Das kann man sehen. Und dann auch so, ja, wie so ein kleiner Peitschenschlag, so pitsch, ne? Also nicht so voll mit dem Schwung, das bringt eigentlich keinen Abdruck, sondern so pitsch, ne? Richtig, genau. Ja, genau. Oder so am weißen Bein zum Beispiel, versuch mal. Ja, schon nicht schlecht. Warte mal. Ja, versuch mal so aus dem Handgelenk. Ja. Mit Bewegung aus dem Handgelenk. Ja, das ist schon nicht schlecht. Gib mal dein anderes Bein. Mhm. Ja, geht so. Ja, da kommt schon was. Ja, es kommt was. Guck mal. Stimmt. Ah, sogar mit Gänsehaut. Hat dich das ein bisschen erregt, ne? Ja, genau. Also so muss das in etwa laufen. Das heißt, wenn ihr einen Haltegriff habt, ne, dann eben so ein bisschen Watscher machen. Ne? Und meistens sind die Kämpfe dann nicht so stark bei... Wir können jetzt auch noch ein bisschen üben, damit alle ganz genau wissen. Ah, da läuft es schon. Ja, langsam ist es gut, ne? Also. Ich meine, jetzt hast du uns halt ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Ja, ja. Wir wollen jetzt auch perfekt sein. Ja, schon, aber... Du gehst erstmal schön zur Seite, ich nehme mir nachher vor. Also ihr haut hier schon ganz schön zu hier. Also ich glaube, ich habe das schon ganz gut gelernt. Ja? Ja, ja. Ich will erstmal meine ganze Hand da hinten drauf sehen. Oje.